Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kirby's Dream Land für den Game Boy. Kleines Projekt für zwischendrin, Kirby's Dream Land mit dem kleinen Knutsch, der eigentlich pink ist, aber hier mal in schwarz-grau. Stage 1, Green Greens. SC wird Score sein, Kirby, das sollten dann unsere Leben dafür getroffen werden dürfen, und rechts sind dann unsere anderen Leben, wie oft wir die Leben, die da unten stehen, verlieren dürfen. Ja, in dem Teil kann man nur runterschlucken und wieder wegspucken, aber wenn man nach oben drückt, kann man auch fliegen, lustig, mit die Leben zweimal, und das ist ein Inn, da kann man reingehen und kriegt Leben, die kann keine Punkte bringen, na super. Und bei diesem Boden kann man nach unten drücken und kommt durch. Das war eine kurze Erklärung vom Spiel. Weiter geht's. Warum Kirby? Weil darum. Nein, weil das relativ schnell in Anführungszeichen durchzuspielen geht. Und blöde natürlich ist, man muss es wieder wie beim Mega Man am Stück durchspielen. Sonst denkt sich das Ganze einfach trollolol, ich habe keine Speicherfunktion. Und geht infolgedessen einfach mal wieder flups flöten. Ach ja, stimmt, jetzt springt er rum. Es ist nicht blind, ich kenn's, ich hab's vor 30 Jahrhunderten mal auf meinem Gameboy gespielt. Aber das ist lange, lange her. Aber so an den groben Aufbau vom Spiel kann ich mich noch erinnern, also so an die Bosse und was hier so kommt. Und ich durchlaufe das Ganze gerade so minimal. Warum auch nicht? Herrliche 8-Bit-Musik. Ist es 8-Bit? Ich denke ja. Hui, eine Kuh und ein Mützenmann und ein Vogel. Nee, wie heißen die? Pilz? Vogel? Keine Ahnung, wie die heißen. Ist doch egal. Auf ins Inn. War das gut? Kann ich zurück? Ich kann natürlich nicht zurück. Ich wollte mal gucken, was da rechts war. Ist auch egal. Und nach oben. Macht das ein Spaß. Und ich helfe. Hat mir natürlich auch einfallen lassen, wie kriege ich jetzt immer die 15 Minuten abgemessen? Haha, ich halte das einfach das Aufnahmeprogramm neben neben dem Medium, womit ich hier spiele, laufen, sodass ich immer sehe, wie viel Aufnahme gerade schon verballert ist. Ich meine, hier unten war. Auf der anderen Seite war was. Ja, damit ich nicht wieder 60 Jahre Videos mache. Oh, die Gegner kommen wieder, sehe ich gerade. Das ist aber doof. Egal. Oh, und wir sind schon beim Boss. Whee! Beim Baum. Ich weiß nicht, wie er heißt. Gib mir Äpfel. 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 Moiks. Nein, das war dämlich. Egal. Wenn wir hier stehen, dann können wir eigentlich nicht von diesen Luftdingens getroffen werden. Kommt jetzt gleich noch von oben so ein Stacheldings? Tot. Und? Da. Schön. Boah, 3,5 Minuten. Und wir haben das erste Level schon geschafft. Das ist schön. Machen wir mal weiter. Beim Castle. Lolololol. Und da fällt er ins Wasser. Das war, glaube ich, genau, das zerstört alle Gegner im Bildschirm, dieser komische Kerzenleuchter. Wo geht's da unten rein? Bestimmt jetzt höchstes Level und kommt nicht mehr zurück. Ja, okay, war klar. Bombe! Wären wir da gestanden, hätten uns das, glaube ich, ein wenig wehgetan. Ist ja auch egal. Ah, das war dumm. Trollololo, lololololo. Die Masken kann man meines Wissens nach nicht einsaugen. Dann brauchen wir auch nicht. Wir gehen hier weiter. So, und nach rechts. In den nächsten Abschnitt, bei dem wir erstmal schöne Wand zerstören. Ach, und der erste Zwischengegner. Der auch, glaube ich, gleichzeitig der Endboss dieses Levels ist, nur halt dann halt schwerer. So, ach, ging so weiter, okay. Und hier gab es doch irgendwo den Lolli. Was ist denn hier links und rechts? Das nö, natürlich nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Ach, da war was. Oh, was ist das? Das ist bestimmt. Ach ja, bestimmt. Dauerschuss.
Und ja, damit können wir Dauer feuern mit dem Curry. Oder mit dem Zeug, mit der Paste oder was auch immer das da ist. Reis mit Käsekuchen. Ja, Käsekuchen ist sehr lecker. Und es ruckelt ab und zu, wenn ich Sachen aufsammle. Das wollen wir nicht. Was ist hier? Auch nicht? Nein. So. Und weiter geht's. Da, das ist der Gegner, der Endboss. Ich heb mir das jetzt auf. Warte, bis der oben lang geht. Treff ihn und versuche es gleichzeitig aufzusammeln. Ich glaube, geht das? Ja. Schön. Und ich glaube, sobald wir die Hälfte der Leben erreicht haben, genau, ist einer kaputt. Und wir müssen den so abschießen. Möglichst schnell, um das alles in 15 Minuten zu schaffen. Das ganze Spiel. Ja, ich versuche so weit wie möglich zu kommen. Oh, schön. Und da tanzt Kirby wieder für uns. Float Islands. Nummer 3 Level Dingens und so, ne? La 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 la. Autsch, das war dumm. Man konnte, glaube ich, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, das Ganze noch schwieriger machen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Da muss man jetzt nein, ich glaube, wenn man da unten reinspringt und was im Mund hat, dann stirbt man. Ja, so stirbt man auch. Geht weg. Ah, Framerate-Einbrüche. Yay. Und weiter geht's. Springende Osterinsel-Figuren-Dinger. Warum auch immer die hier sind. Und wir füllen unser Leben wieder auf. Um 2. Unsere Energie. Ja, ich weiß. Leben, Energie und so, ne? Die verschwinden ab und zu. Und da ist, wenn ich mich nicht vertue, genau ein Eingang, wo wir irgendwas bekommen. Ich glaube sogar Leben und einmal volle Energie. Ah, ein Leben. Mit der nach oben Taste kommen wir auch weiter nach oben, wenn wir schwimmen. Ich glaube, wenn wir aufgepustet sind, dann kommen wir gar nicht unter Wasser. Oh ja, die Stacheln da oben nicht berühren, das ist immer ganz schlecht. Ich habe sie gerade zwar voll berührt, aber naja, das ist ja auch egal. Was ist hier oben? Da ist einmal volles Leben für uns. Auch wenn das jetzt, weil wir nur ein Leben verloren haben, nicht wirklich viel bringt. So, gehen wir weiter. Bleiben wir oben. Oh, und da haben wir wieder unser Curry. Warten jetzt aber erstmal, bis wir an der Kanone vorbei sind. Aua! Was war das denn jetzt? Ist egal. Und wenn wir ins Wasser fallen, ist der Effekt weg. Ja. Ist ja auch egal. Wieder volle Energie und ein Leben. Schon 6. Wir haben mit 4 angefangen. Das erfreut mich, aber ich denke, ich werde in der letzten Stage so was von verlieren. Da habe ich dann im Endeffekt gar kein Leben mehr. Mal gucken, wohin uns der Stern jetzt bringt. Zum Wal. Und wir landen im Loch vom Wal. Und der pustet uns in die Wolken. Ach ja, klar, okay. Nee, ich dachte, jetzt wäre jetzt schon wieder hier letztes, vorletztes Level oder sowas, wo man dann in den Wolken ist. Aber jetzt bekommen wir die Zitrone, mit der wir dauerhaft fliegen können und dauerhaft schießen können. Und diesen Zeppelin-Gegner da beschießen müssen. Der doch ein wenig viel aushält. Aber im Endeffekt war es dann doch nicht so schwer. Schön. Bubbly Clouds. Level Nummer 4. Ah, wunderschöne Musik.
La 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 di 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 di. Egal. Ich kann nicht singen. So, die darf man auch nicht ansaugen, sonst verfolgen sie einen nämlich. Und die explodieren, wenn man die anschießt. Oh, ich halte die Ruhschau. Geh weg. Geh weg mit deinem Regenschirm. Einmal schießen und durchgehen. Und weg. Und hier rein. Au. Ja, hier musste man noch ohne Fähigkeiten auskommen. Hier kann man einfach nur saugen. Autsch. Genau, den nicht einsaugen, sonst rennt er hinter einem her und tötet einen, wenn er einem zu nahe kommt. Also zieht einem Energie ab. So, ja, weiter geht's. Geh weg. Die krieg ich nicht so richtig gut. Den krieg ich so, der wäre durch den Raum geflogen, ist ja auch egal. Wieso kann er hier springen? Ich kann hier nicht springen, das ist nicht fair. Ah! Geh weg, 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 weg. Ah, hier kann man rein. Und da, genau, ich wusste es. Achso. Energie! La 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 und volle Energie! Ach, und wir sind schon beim Boss. Oh, das war knapp. Genau, er schießt einem Waddel irgendwas. Irgendwie Waddel die und Waddel irgendwas du. Ich weiß nicht mehr genau, welcher war. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist es sogar der Boss, der sich, nachdem man den einmal, doch nicht? In dem Fall, der kommt gleich nochmal, nur als Wolke mit Stacheln. Hui! Nein, ich will die Zitrone. Gib mir die Zitrone. Genau deshalb gehe ich bei so Sachen lieber als Autsch. Oh, 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 oh. Da hole ich mir jetzt aber meine volle Energie. So. Und jetzt kommen wir zurück. Und diesmal gehen wir nicht in die Stacheln. Okay, mit dem A-Knopf. Das ist der B-Knopf. Ich weiß es nicht. Können wir also auch fliegen? Ich bin noch ein Depp und fliege voll in die Explosion rein. Curry! Ja, warum auch immer diese Passage hier gewählt wurde? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil man hier runterfällt, weil man ja die ganze Zeit nur A oder B. Ich weiß nicht, welche Klasse es ist. Wofür ist das? Was ist dahinter? Und warum und wieso? Keine Ahnung, ist auch egal. Was kommt hier? Böse, böse Gegner, die uns versuchen, mit ihren Bumerang-Dingern zu treffen. Aber wenn man schnell genug ist, funktioniert das, dämliche Schirme. Genau, das ist der Endgegner in diesem Level. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hat auch irgendwie ein Muster, was ich vergessen habe. Geh weg. Jetzt müsste er runter. Genau, jetzt schießt er selber und jetzt gleich geht er, glaube ich, einmal nach unten. Jetzt geht er nach unten. Geht er nach unten. Jetzt geht er nach unten. Nach unten. Ah. Wie geht er denn? Mit der Schieß? Und macht der Flugs? Ah. Genau, das macht er. Aber wenn man hier in der Ecke stehen bleibt, passiert einem eigentlich nichts. Gib dein Waddeldiggins raus. Dankeschön. So, noch ein Leben. Und? Na gut.
Ja, da wir jetzt aber schon mal 15 Minuten fast angekommen sind, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gutes, was auch immer, je nachdem, wann ihr euch das Let's Play anguckt, und sage, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.